Es ist soweit, Project Lead startet in die Alpha, der lang ersehnte Moment ist da. Wer gar nicht weiß, worum es hier geht, Project Lead ist ein Hardcore-Extraction-PvE-VP-Taktik-Shooter, der in einer von Alien-Technologie veränderten Welt stattfindet. Ich habe ein Video dazu gemacht mit allen Features, die dieses Spiel betrifft. Ich verlinke es gerne unten in der Beschreibung. Habt ihr einmal zusammengefasst, alles, was dieses Spiel sozusagen an Features beinhaltet. Und genau hier haben wir das erste Problem. Denn die Liste der Features ist unglaublich lang. Und zwar reden wir hier über eine komplette Charakteranpassung, ein komplexes Waffenmodding. Wir haben Solo-Lobbys, das heißt, die Leute können in Teams reingehen, aber Solospieler können ihre Teams auffüllen mit Bots und werden dann auch nur mit anderen Solospielern gematcht, die ebenfalls mit Bots reingehen. Es gibt ein komplexeres Reputationssystem, einen offenen Spielerhandel, wo eben wie in Tarkov Items komplett gehandelt werden können. Es gibt ein Fraktionssystem, das was in der DMZ von Call of Duty kommen sollte, dass die Fraktionen auf der Map sozusagen begehbar sind, mit denen man reden kann, Missionen in Raid nochmal annehmen kann on top und entsprechend Loot bekommen kann. Es gibt ein dynamisches Wettersystem, dynamischer Loot, also auch wie in Tarkov, dass der Loot nicht immer an derselben Stelle ist. Es gibt Waffenjamming, also dass Waffen nicht mehr funktionieren, plötzlich nicht mehr schießen, dass man sie reparieren muss im Raid. Ein Clansystem, ein Energiemanagement, also Essen und Trinken. Es gibt stufenlose Geschwindigkeitswechsel, also dass man nicht nur rennt und geht, sondern auch dazwischen schnell geht, schnell rennt, langsam rennt, stufenlos, das Ganze auch mit Haltungswechsel, glaube ich, wie in Escape from Tarkov. Sie haben bereits die Vibes geplant, alle 4 Monate gibt es Vibes, gewisse Fortschritte werden dann übernommen, pro Season, sie nennen das ganze Season, weil es auch Season-Events geben wird, Bosskämpfe, Boss-Events, Heilungssystem ist komplex mit Blutverlust, Brüchen, Prellungen, Rauschzuständen, Erschöpfung, Zittern und ich kriege keine Luft mehr. Und genau weil diese Liste an Features eben so unendlich lang ist, kamen die Kritiker und haben gesagt, ey, da stimmt doch irgendwas nicht. Das Ganze könnte doch ein zweites The Day Before werden. Und hier sind natürlich dann wieder die Leute sozusagen tief in die Tiefen des Internets gekrochen und haben gesucht. Und sie wurden fündig und haben ziemlich viele merkwürdige Dinge gefunden. Ich erwähne jetzt mal die wichtigsten Sachen und zwar zum einen ist es so, dass das Ganze über Xolla läuft, also der Vertrieb des Spiels, also wir kaufen nicht direkt bei Steam, sondern bei Xolla und hier ist es so, dass das Spiel ja noch nicht existiert, wir bezahlen aber schon bei Xolla und haben schon erst gesagt, ja gut, das ist doch ein Scam, wir kriegen nichts und soll auch schon bezahlen. Auf der Internetseite steht, man kriegt bis zum 1. Mai sein Geld zurück, wenn man das möchte, also man kann jederzeit zurückerstatten. Dadurch, dass die Alpha vor Mai stattfindet, soll man also sozusagen selbst bei Nichtgefallen das Spiel einfach zurückgeben können. Das Problem ist hier, bei Xolla selber war nichts dergleichen hinterlegt auf den ersten Blick und da kam natürlich große Skepsis auf, dass das alles nicht rechtens sei. Dann ist es so, beispielsweise auf dem Boden der Internetseite, die Verweise auf die rechtlichen Seiten, die waren nicht verlinkt, haben immer ins Leere geführt. Die Firma, die das Spiel macht, heißt Holmgard Games, relativ neue Firma. Und hier wurde eine Verbindung zu Sergei Titov gefunden. Sergei Titov ist so ein berühmter Name, der bereits einige, ja, minderwertigere Spiele rausgebracht hat, während hier schon von Scam. Und da ist einfach so, dass da eine Verbindung gefunden wurde über den Sponsor von Holmgard Games. Da ist nämlich Sergei Titov sozusagen im Vorstand mit drin und finanziert somit indirekt sein eigenes ehemaliges Team, weil auch da herausgefunden wurde, dass einige ehemalige Mitarbeiter von Titov ebenfalls jetzt bei Holmgard arbeiten und. Also man sieht schon, da ist so einiges aufgewühlt. Es kam noch weiter, dass einige YouTuber dann sogar es persönlich genommen haben und ja ihren Frust dann kundgetan haben. Die wurden dann sozusagen gestrikt, was wiederum von Holmgard Games ein ganz schlechter Zug war, was sie natürlich noch mehr in Misskredit gebracht hat. Sie wollten sich verteidigen auf eine Art, die äußerst, äußerst ungünstig war und es hat noch mehr den Shitstorm befeuert und man sieht schon, das Ganze ist ein bisschen schmutzig und ich möchte auch nicht jetzt auf jede Kleinigkeit eingehen, aber wichtig für uns erstmal, diese Beschuldigung wegen Xolla, weil das ist, darf man so im Raum nicht stehen lassen. Das ist so, dass Xolla definitiv die Rückerstattung gibt. Wir haben es mehrfach nachgewiesen. Wir haben viele Leute gehabt, die bereits eine Rückerstattung angefordert haben und sie bekommen haben. Und es geht noch weiter. Bei Xolla ist tatsächlich hinterlegt, dass bis zum 1. Mai die Rückerstattung stattfindet. Also sie haben es bestätigt, schriftlich, sowohl bei deutschsprachigen als auch bei englischsprachigen Content-Creatern haben sie es bestätigt. Also diesen Punkt können wir auf jeden Fall erstmal abhaken, sodass wir eigentlich bedenkenlos hier in die Alpha gehen werden. Und zwar ist es so, dass das Spiel jetzt am 29.03., also am Freitag, sie haben noch nicht genau die Uhrzeit gesagt, irgendwann zwischen 13 und 15 Uhr, genaue Uhrzeit kommt noch, in die Alpha gehen wird für alle Vorbesteller. Außerdem werden über die Internetseite, man kann sich immer noch über die Internetseite bewerben, einfach E-Mail-Adresse angeben, da werden Keys verschenkt. Ich habe schon von einigen Zuschauern aus dem Stream bei mir gehört, dass sie Keys bekommen haben, also auch das funktioniert anscheinend. Und da werden wir dann Freitag in die Alpha starten und uns das Spiel selber
selber angucken. Sehr, sehr spannend aufgrund eben dieser ganzen Vorwürfe. Gucken natürlich nochmal ganz besonders hin und wir hoffen da immer noch ein vernünftiges Spiel zu kriegen. Die Chancen sind 50-50, aber ich sag mal so, na klar, könnten die ganzen Vorwürfe, die wir gehört haben, wahr sein. Und ja, es könnte ein Scam sein und es könnte ein zweites The Day Before sein. Und es könnte sein, dass dieser Sergej Titov uns am Ende alle auslacht. Aber was, wenn nicht? Soll ein neues Studio wie Holmgard Games keine Chance bekommen, ein vernünftiges Spiel auf die Beine zu stellen, uns vielleicht mit etwas zu bereichern? Wir haben momentan gar keine Extraction-Loot-Shooter außer Escape from Tarkov. DMZ wird wahrscheinlich dieses Jahr eingestellt komplett, die Server werden abgestellt, die Entwicklung wurde ja bereits eingestellt. Und die anderen Extraction-Loot-Shooter, die wir momentan haben, sind auf sehr, sehr kleiner Flamme, wenn sie nicht schon abgeschaltet wurden sogar, wie zum Beispiel The Cycle Frontier. Also das ganze Thema um Extraction-Loot-Shooter ist ziemlich schwierig generell. Und das ist ja umso schwieriger, wenn so ein Unternehmen von vornherein so gebrandmarkt wird. Klar, muss man immer kritisch bleiben, also gar keine Frage. Aber sollten wir das endgültige Produkt denn nicht dann erst beurteilen, wenn wir es in den Händen halten? Dann können wir doch immer noch sagen, was Sache ist, anstatt im Vorfeld wirklich so einen Kreuzzug zu beginnen. Und die Frage ist ja auch schon, wenn es ein gutes Spiel ist, was dahinter stecken sollte, das werden wir am Freitag dann sehen, hat dann vielleicht die Firma schon so viel Schaden genommen, so viel Reputation verloren und so weiter durch diesen ganzen Shitstorm, dass es vielleicht schon jetzt einen so schwierigen Start hat, dass dieses Projekt von vornherein eventuell sogar zum Scheitern verurteilt ist. Wir werden es sehen, ich hoffe nicht. Es bleibt in diesem Projekt also definitiv emotional bis am 29.03.2024, ein vielleicht historisches Datum, die Tore zu der Alpha aufgehen und wir sind auf jeden Fall dabei im Playtest, egal ob Top oder Flop. Wir werden uns das Ganze angucken, wir werden 3 Tage Zeit haben, das Spiel zu testen, also so lange wird die Alpha bleiben. Danach sagen sie, wird ungefähr eine Woche lang die Alpha deaktiviert, um die gröbsten Bugs und Probleme zu beheben, die in 3 Tagen aufgefallen sind und anschließend soll eine 24/7 Alpha starten, also dann sozusagen eine endlose Alpha, bis das Ganze dann in die Beta übergehen wird. So ist momentan die Roadmap von Holmgard Games für Project Lead. Ich verlinke euch die Internetseite und den Discord unten in der Beschreibung von Holmgard Games und Project Lead, weil es gibt bereits Fake-Internetseiten, es gibt einen Fake-Discord, also das, ihr merkt schon, das ist eine riesen Schlammschlacht, die da gerade betrieben wird. Total krass. Deswegen sicherheitshalber die Original-Links unten in der Beschreibung. Also wer sich noch anmelden will, geht auf die Homepage und gebt eure E-Mail-Adresse ein und dann gucken wir da rein. Ich würde trotz alledem keinem empfehlen, tatsächlich aufgrund dieser ganzen Vorwürfe in die Vorbestellung zu gehen. Auf der sicheren Seite ist man definitiv, wenn man nicht vorbestellt. Guckt euch das Ganze am Freitag an, bei den Content-Creatern, bei den ganzen Streams auf Twitch und YouTube und so weiter. Videos werden kommen, sicher ohne Ende. Und da werden wir unser Urteil fällen können. Und dann kann man immer noch am Samstag ganz gemütlich reingehen, wenn man denn überzeugt ist von dem Spiel und in das Spiel investieren. Also da würde ich trotz alledem zu Vorsicht raten. Sicher ist sicher. Was soll ich sagen? Ich persönlich freue mich natürlich unglaublich auf den Freitag. Ich hoffe, dass das ein gutes Spiel wird. Ich freue mich auf den Freitag. Ich werde so früh wie möglich dann live gehen. Das ist ja ein Karfreitag, also es sollte eigentlich passen. Ich bin sehr gespannt und ich drücke die Daumen, dass wir keinen Shitstorm kriegen und dass da vielleicht sogar ein einigermaßen gutes Spiel hintersteckt, was vielleicht Potenzial hat, in den nächsten Monaten und Jahren gut weiterentwickelt zu werden. Also, Daumen sind gedrückt. Hoffen wir auf einen friedlichen Karfreitag, Leute. Wirklich Daumen sind gedrückt, dass es friedlich bleibt. Das ist meine allergrößte Sorge für den Freitag. Und ansonsten sage ich bis dahin. Hasta luego. Und hasta la vista. Ciao, 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 ciao.